Moin moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Planet Crafter auf unserem Planeten Humble. Wir haben beim letzten Mal ja richtig schön Energie aufgebohrt, Energiewärme. Heute geht's mit Luftdruck weiter, da haben wir die neuen Bohrer freigeschaltet. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und ihr seht ja jetzt schon oben am Terraforming Index, es tickt wieder spürbar schnell hoch, aber es ist... Ich bin mir nicht sicher, ob es in dem Spiel irgendwo mal einen Cut gibt für Wärme, weil irgendwann ist ein Planet auch ein bisschen zu warm. Und wenn ich dann noch Luftdruck mit dem ganzen Gas, Treibhausgas am besten noch, Atmosphäre wird immer dichter, sind wir bald ein Wüstenplanet oder so. Kann passieren. So. Also, werden wir heute das gleiche Spiel spielen mit Luftdruck. Nur, dass ich dann beim Luftdruck auch schon... Da weiß ich schon, wo ich hin möchte. Fisch. Oh mein Gott! Haben wir Fische in unserem Wasser? Okay, hier noch nicht. Vielleicht im Meer. ist das geil. So, dann hätte ich gerne nochmal einen Teleporter gebaut. Einfach nur, weil... ja, weil wir es können. Pulsarquarz ist aber echt, das tut weh. Oh. Aber Mimimi muss ein andermal machen. Wir finden schon noch was. Zeolit, Osmium und Superlegierung. Zeolit. Osmium. Superlegierungsstab. So, es wird ja gerade alles nachgeliefert. Wir platzieren jetzt erst den Teleporter. Das war so in der Richtung, hatte ich eine komplett flache Ebene entdeckt. Und die komischen Bohrer, die werde ich ja nicht auf Fundamente stellen, sondern auf den direkten Boden. Und da wäre halt für mein optisches Ich will's cool sehen eine freie Fläche vonnöten. Was ist hier eigentlich? Bist du zufällig vollgelaufen? Nee, ne? Nee. Na ja, gut, ich habe ja auch gerade frisch alles ausgeräumt, was Bauxit anging. Das Aluminium wird ja auch gerade wieder komplett verbraten. Also ja gut, klar. Klar. Wo? Oh, war das hier oben? Nee, es war irgendeine Fläche ohne die Bäume. Ja, sowas hier in dem Dreh, aber nee. Da oben? Aber irgendwo am Rande... am Rande von diesem Gebiet hier auf jeden Fall. Nicht hoch? Jo. Und weiter, weiter? Ja. Nein. Komm. Nein. Okay. Bei dem müssen wir noch aufs Dach. Da müssen wir gleich mal hin. Erst brauche ich meine coole Fläche. Na? Ja. Jawoll, die ist es doch. Genau die wollte ich haben. So, dann gibt es jetzt hier unsere Luftdruckstation. Bohrer. Hier ist so eine schöne flache Ecke. So. Jetzt geht's mal kurz auf das Dach von dem Schiff, bevor ich das jetzt wieder vergesse. Oh, hi. Hallöchen. Haben wir dich schon? Ja, ne? Joa. Und jo. So. Vor allem ist es gerade wieder... Es fällt mir jetzt wieder ein, wie bei der letzten Folge, wo ich sagte, mit dem Autocrafting... Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich komplett übertrieben habe. Ich habe übertrieben, aber nicht so übertrieben. Dadurch, dass ich jetzt so super teuer ausgebaut habe, naja, konnte ich super schnell so gut ausbauen. Das musste ich ja klar sagen. Das war richtig geil. Dann müssten wir die ganzen Erze hier mal von der Oberfläche kratzen. Die sind echt hässlich. Aber das ist mir zu viel Arbeit. Hm.
konnten wir schnell ausbauen, eben wegen dem ganzen Autocrafting. Wir mussten nichts warten, wir hatten alles auf Lager. Und jetzt gerade, während wir jetzt hier nochmal versuchen, auf das Dach von dem guten Stück hier zu kommen. Okay. Läuft es ja eigentlich nach und nach wieder zu. Voll, nicht zu. Okay. Ein Blick aufs Dach ist schön und gut, aber wenn ich da so nicht hochkomme, muss ich mir ja was bauen. Das geht ja gar nicht. Nein! Tja. Na, dann muss ich bauen, oder? Geht das hier vielleicht noch? Ja, okay. Aufs Dach. Okay. Ah! Eine grüne Kiste! Vielen Dank, Susi! Ja! Geil! Superlegierungsstab, ja, Mikrochips, Mutagen, klar, cool! Oh, so ein kleines grünes Mistding. Also, sorry, stört es dich, wenn ich zu sehr abkürze? Ich sage immer Susi. Name heißt ja streng genommen Susimo. Susimo? Oh. Möchte ich niemand auf den Schlips treten. Da ist noch so ein komischer Quarz-Superkristall oben drauf, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Mich da hoch. Jo. Einen wunderschönen kosmischer Quarz. Ah, ich weiß ja auch noch von der einen Höhle, wo wir mal drin waren. Ah, da sind auch noch welche drin. Dem, wo ich anfangs relativ viel versucht habe, mit Sprengstoff entgegenzuwirken. Höhle, ich trinke mal kurz was. Hier oben irgendwo war der, glaube ich. Ich sag, es auseinandernehmen, aber irgendwie tut das auch nicht Not. Hä? Ja, wird wahrscheinlich... Oh. Wird wahrscheinlich eh alles weggesprengt, vernichtet werden zu Hause. Ah, es ist ja eher so ein Prinzipding. Ja, eigentlich nach. Oh, da drüben ist noch einer. Komme ich jetzt aber nicht so einfach hin, ne? Oder doch? Doch. Komm mal her. Ja? Produktionsmultiplikatorsicherung. Aha, wäre noch eine davon. Mach mal her. Ich schmeiß mal meine Erze da wieder rein, wie immer. Oh. Mach mal 100 Token. Oh, schön. Lia-Baum? 1200, yo. Ja,
Ja, also theoretisch müsste ich hier jetzt nochmal hingehen, die Kisten mitnehmen, aber... Streng genommen ist das jetzt noch nicht so wichtig. Wäre eher so ein Prinzipding. So. Jetzt haben wir noch mehr kosmischen Quarz. Nice. Wir haben einen Teleporter gesetzt. Und wenn ich mich ganz täusche... Ach, hier hatte ich die Uranstäbe raus. Wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, waren die Bohrer super billig. Boah, hier die Anlage, wie ich sie schon sehe. Sind 3 Sicherungen drin, ne? Jo. Ah, dann könnte ich das für Gas und Wasser nochmal wiederholen hier. Ich habe da jetzt 2 Wasser, hier die Gassammler. Da könnte ich auch mal so einen Produktionsmultiplikator ansetzen. So. Hier klappt das gerade mit dem Abholen nicht mehr so gut, aber hier sieht es noch gut aus. Oh, Larven bringe ich mal weg. Dann habe ich da auch so eine hübsche Figur. Die habe ich ja hier. Wie viel habe ich denn jetzt? 3 verschiedene, warte mal. 4 verschiedene Figürchen habe ich schon. Cool. Wo? Oh. So, die Stäbe scheinen schon wieder alle voll zu sein. Also ab in die Rakete damit. Warum nicht? Tschüss. Alles viel zu voll hier. 5000. Oh. Ich kann mir bald die neue Kiste bestellen. So. Ein Prinzipgucker. 5 Stück. So, dann. Ich hätte gerne die Superbohrer Stufe 5. Oh, wenn ich 8 Stück brauche, brauche ich 16 Superlegierungsstäbe. Alter, was für eine Zahl! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich hab's auch noch, das ist so geil. Ich freue mich da so drüber, dass ich einfach immer wieder da habe. Und jetzt brauche ich noch 8 Osmiumstäbe. Einen habe ich. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cool. Einfach cool. da raus. Hi. So. Ach du Shit. Oho. Ja. Nummer 3. Ich kann hier mal ein bisschen weiter wegziehen.
1, 2, 3. Ernsthaft? Ich hab's geschafft, die Energie rauszuhauen, wie Sau? Nee, doch? Was kosten die Dinger denn? 100, komm. Also, einmal zu weit. Ja, cool. Dann... Lass uns doch mal gucken, ob wir noch mal Pulsarquarz gebastelt kriegen. Zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Also sieben Stück habe ich. Aluminium in die Vernichtungsanlage. So, wenn ich dabei jetzt nochmal auf 5 Pulsarquarz komme, wäre das ein Träumchen. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Wenn nicht, muss ich mehr von den Kernreaktoren bauen. Das ist ja auch machbar. Pulsarquarz? Stickstoffkartusche! Hey. Okay. So, ich wollte ja hier ein bisschen halb machen. 2, 3. So, machen wir so. Theoretisch dürfte er das Quarz ja nirgendwo einsortieren können. Und dann müsste ich hier einfach noch so einen Generator hinstellen. Fünf. Also wenn jetzt in jedem von den Dingern noch eins rauskommt, dann können wir das machen. Oh, er hat die Stickstoffkartusche hat er rausgeholt, okay. Ist weg. Okay. Habe ich in der Quarzkiste tatsächlich das wieder eingestellt? Jetzt wird's spannend. Tatsache. Cool. Und weit weg sind wir noch vom Pulsarquarz. 175 geht, das schaffen wir jetzt relativ zeitnah. Da können wir uns die, je nachdem, was das kostet, selber herstellen. Leiterplatte kommt jetzt bald. Bei 160. Oh, gleich. Da gucken wir gleich mal, was die kostet. Können wir wahrscheinlich noch mehr automatisieren, oder? Oh, lassen wir kurz hochzählen da oben. 60, 70, 71, 72, 73, bla bla bla. Bitte springen Sie auf die 160, beziehungsweise ich esse nochmal was. Das ist auch eine gute Idee. In der Zeit hast du Zeit, eine zu machen. Ich hätte gerne das da. Nein, nicht Larven. Ihr. Bohnen. Drei, zwei, eins, gib ihm. Ich kann Leiterplatten auch vollständig automatisieren. Oh, ist das entspannend. Wie viele Drohnen willst du haben? Ja, gib mir 30 Drohnen. Nein, brauche ich jetzt nicht, aber ich find's klasse. Oh, da ist noch nichts Neues bei. Also drei habe ich schon.
Wenn jetzt aus beiden noch eins rauskommt, kann ich mit den Fusionsreaktoren arbeiten. Fusionsgeneratoren? Weiß ich nicht. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Ja. Ja. Danke. So, einmal ein bisschen Superlegierung, bitte. Ich guck erstmal im Abfall. Nein. Wird auch nicht so schnell da auftauchen, weil ich ja so viel rausgehauen habe hier. 1, 2, 3, 4. Oh. Wir sind leer gelaufen. Upsi. Finde ich gut. Ja. Hier hast du noch mal ein bisschen Strom. Bitte, danke. Darf ich jetzt weiter meine Bohrer bauen? Oh. Vier, fünf, sechs. Sieben. Und. Kann sein, dass ich nochmal umbauen muss. Ich krieg die nicht so hübsch gebaut, wie ich es gern hätte. Wolltest du irgendwo in einen anderen rein? Nee, ne? Ah, Träumchen. So, jetzt gibt's noch den Maschinenoptimierer. Und die hässliche Bohranlage, die kann dann ja mal weg. Oh, ist das schön. Oh. Moment. Wollen ja hier nicht zu viel verschwenden, ja? Oh, dachte gerade schon, hier. Die Effizienzwerte nicht. Ah, okay, das ist ärgerlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muss man ganz kurz gucken, bei den hintersten, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ist quasi nicht zu erkennen für mich. Aber ich glaube, ich habe alle. So. Terraforming. Super. Einfach mega. Hier nochmal Optimierer für Produktion. Da könnte man tatsächlich sogar noch was mit anfangen. Wenn ich hier zum Beispiel Wasser und die Gasdinger optimieren würde. Für den Automatismus, wohlgemerkt. Ich kann natürlich auch sowas wie Bauernhof und so einen Spaß damit optimieren. Ist sogar noch eine Produktionsmultiplikatorsicherung. Das ist ja schon wieder zwei Stück. Oh. Hey. Klar.
Lass uns doch einfach nochmal Bienen machen. Ich habe ja noch so ein, zwei Bauernhöfe auf meinem Plan. Oh. Cool, guck mal, habt ihr hier was vergessen? So, Mutagen, ungewöhnlich und Dünger. Vier. Machen wir mal drei. Mutagen 1. 1, 2, 3. Und Dünger. 1, 2, 3. Wo hängt der Dünger mit der Produktion so hinterher? Ist jetzt überhaupt was her? Algen, Aubergine und Schwefel. Schwefel ist da? Mal runter gucken. Eigencontainer ist zu weit weg. Jetzt sind die Algen nah genug dran. Oh, warte mal. Keine Nachfrage, bitte. Jetzt wird's verkraftet. Träumchen. Dann waren die noch einen Hauch zu weit weg, aber jetzt läuft das Dünger, der Dünger oben auch weiter. Oder? Ja, jetzt stellt er auch was her. Wunderbar. Gut, das heißt, an sich würde ich jetzt gerne noch mit den Bauernhöfen ein bisschen arbeiten. Da laufen ja jetzt gerade die Auberginen durch, das ist super gut. Das Ganze würde ich aber auch gerne mal für die anderen Sachen auch wiederholen. Einfach nur für unsere Produktionsmengen und Ketten, weil es cool ist. Und naja, ich finde, so ein Außenbauernhof ist besser als Nahrungszüchter drin. Also natürlich haben die Nahrungszüchter hier drin auch gewisse Vorteile. Aber nö. So, schaffen wir die 175 KTI die Folge noch? Nein, die gibt es dann nächste Folge. Und dann können wir mal schauen, ob wir mit dem Pulsarquarz, wenn wir das craften können, ob das in einem sinnvollen Aufwandsrahmen ist oder ob das eher eine ganz blöde Idee ist. Zack. Ach so. Nee. So. Bitteschön. Machen wir mal noch eine neue Biene. Gut, die werden wir dann bis zum nächsten Mal haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.